Deutschlands bestes Presseregal 2024. Tageszeitungen, Zeitschriften und Magazine oder Special Interest? Auf lesebegeisterte Kunden wartet in der Tankstelle Bayer im niederbayerischen Dingolfing eine echte Fundgrube. Fast 58 Bordmeter haben Inhaberin Marion Bayer und ihr Team in der 80 Quadratmeter großen Tankstelle für eine beachtliche Pressevielfalt reserviert. Und sie geben mit ihrem außergewöhnlichen Engagement ein erstklassiges Vorbild ab. Wer Impulse für die Pressegestaltung in einer Tankstelle sucht, auch der wird hier fündig. Die ersten Highlights gibt es bereits vor der Eingangstür. Gleich mehrere Aufsteller mit Zeitungen und Zeitschriften animieren hier zum Zugreifen. Eintritt in die Tankstelle, die nächsten Eyecatcher. Gekonnt arrangierte Zweitplatzierungen an verschiedensten Stellen und für jeden Geschmack. Wie Zeitungen an der Kasse, inklusive Urlaubslektüre. Ein Tisch mit Rätseln für die Großen. Lesespaß auf Augenhöhe für die Kleinen. Eine Auslage mit den Schnelldrehern. Die Fülle imponiert wie der Ideenreichtum. Eine tolle Leistung. Und schließlich das beleuchtete Wandregal. Ein gut sortiertes Mittelregal davor. Beide orientierungsfreundlich mit strukturierenden Elementen und beschriftet. Top gepflegt. Mit zahlreichen Titeln in Vollsicht. Hier wird definitiv der Nerv getroffen. Die sehr guten Umsatzzahlen beweisen es. Das ist Deutschlands bestes Presseregal in der Kategorie Tankstelle. Wir gratulieren sehr herzlich.